Moin, so Jungs und Mädels, herzlich willkommen zurück im Grundkurs Game und zu Assassin's Creed Chronicles Russia. Wir versuchen uns hier gerade zum Kreml durchzuschlagen irgendwie, weil dort unsere Anastasia gefangen gehalten wird. Und da möchte man nämlich die Erinnerung an, beziehungsweise von Shao Jun einfach mopsen. Und es ist jetzt, oh fuck, unser Job, das zu verhindern. Warum kommt er jetzt hier in die Richtung gelaufen? Der soll mal schön da drüben bleiben, der Typ. Und wir müssen jetzt hier zum Truck kommen. Und das Zeitlimit ist furchtbar knapp. Und die tragen hier Gasmasken. Okay, der Truck fährt gleich ab. Ohne dass ich hier irgendwas... Ah, komm schon, hier runter. Oh Mann. Ah! Ja, da war ich zu langsam einfach. Okay, aber ich kann meine zweite Rauchbombe da unten einsetzen. Das habe ich gerade schon rausgefunden. Einfach um da ein bisschen fixer unterwegs zu sein. Oh nein, ach, ich dachte, der Kreis wäre schon weg, aber der Kreis war noch da, ne? Ne, dann bin ich einfach losgerannt. Ja, clever. Stay where you are. Then you say before, love. Where are you? Where are you? So, hier müssen wir diesen Scheinwerfer ausschalten. So, den Mann beklauen wir hier. Und dann springen wir hinten in den Truck rein. Und weil man sich halt nicht um die Splitter an dem Ball kümmert, ist das Ganze furchtbar einfach. Schatten Silber. Warum nur Silber? Sie sind zu weit gegangen dieses Mal. Ja, vielleicht. Vielleicht auch nicht. Ah, hier vorne auf dem Truck. Da ist die zweite Info. Okay. So, dann gucken wir mal. Hier ist ein Scheinwerfer. Da ist ein Typ. Oh, der Scheinwerfer kommt bis hier drüben ran. Okay, gut zu wissen. Gut zu wissen. I see him. Nee, eigentlich wollte ich in den Vordergrund krabbeln. Aber das ging irgendwie gar nicht, ne? Und ich weiß nicht, warum nicht. Warum ging das nicht? Weil der Truck, der hat ja eine gewisse Länge und ich wollte da einfach außen um ihn rumkrabbeln quasi, wenn ihr versteht, was ich meine. Indem ich hier einfach mehr... Ah, komm schon, hoch! Oh. Hä? Wieso ist er denn gerade nicht da hochgesprungen? Der ist doch bekloppt, der Typ. Ja. Schön. Das hat also steuerungstechnisch gar nicht funktioniert. So, okay, und inzwischen ist es aber scheinbar so, dass der Scheinwerfer mich dort auch findet. Okay, also da muss ich schneller sein. Da werfe ich am besten erst die Bombe. Ach du Scheiße. Erst die Rauchbombe werfen und dann da rüber. Ah, mal gucken, ob das funktioniert. Vom Timing her. Na komm schon, hoch. So, den hier muss ich beklauen.
Komm schon rüber. Identify yourself. Ach so, und der Scheinwerfer, da erwischt mich aber auch. Das heißt, da habe ich gar nicht viel Zeit. Okay, gut. Also theoretisch funktioniert das mit der Bombe so ganz gut. Das Timing ist nur wieder furchtbar. Ja, ist wirklich der Schwierigkeitsgrad im Vergleich zu den ersten beiden Teilen deutlich, deutlich höher. Ach, jetzt habe ich es verkackt. Jetzt habe ich es verkackt. Aber, ah, okay, das ist interessant. Der Scheinwerfer ist auch von der Rauchbombe betroffen. Das heißt, wenn ich da drin stehe, erwischt mich der Scheinwerfer gar nicht. Komm schon, spreng. So, einmal klauen hier. Ah, da bin ich ein bisschen zu früh wieder hochgegangen, ne? Weil da der Scheinwerfer kam. Aber sieht der Scheinwerfer mich eigentlich, wenn ich da dranhänge? Ich glaube beinahe nicht, ne? Das heißt, da kann ich noch ein bisschen chillen, wenn ich mich da außen ranhänge. Na, wir probieren das mal aus. Ansonsten muss ich da halt meine zweite Rauchbombe werfen. Doch, er sieht mich da. Okay, also da brauche ich ja meine zweite Rauchbombe auf jeden Fall. Ansonsten haut das vom Timing her. Obwohl, eine Sache habe ich noch. Vielleicht kann ich da noch ein bisschen schummeln. Ne, da wird sofort Alarm ausgelöst, ne? Ich meine, ich wurde jetzt nicht erschossen oder so. Who's there? Aha. He's here. Also da benutze ich einfach meine zweite Rauchbombe an der Stelle, denke ich. Und da beim Versteckwechsel muss ich ja schnell sein. Oh, es ist grausam hier, der... Ich habe die ersten beiden Teile echt nicht so schwierig hier in Erinnerung. Muss ich ganz ehrlich gestehen. Vielleicht sind sie auch so schwierig, aber ich habe sie viel leichter in Erinnerung. Where are you? Who's there? Wie hat er mich denn jetzt gehört hier? Oder gesehen oder was auch immer? Nee. Ja. Der weiß, dass ich da drin bin. Der war da schon am Nachgucken. Okay. Nun gut. Da muss ich die Rauchbombe also geschickter werfen. Ich könnte mehr Rauchbomben vertragen. Gab es da irgendwann mal ein Upgrade? Dass ich vollkommen verpasst habe, weil ich zu wenig Punkte hatte. Stay where you are. Ach fuck, wie. Wer hat mich jetzt gesehen, ja? I see him! Here! He is here! Oh, Nerven aufreibend, diese Stelle. So, okay. Alles cool. Einer hat mich gesehen. Where are you?
Ich bin gar nicht nah. Aber habe ich jetzt diese Assassinen-Information geklaut? Und warum gab es einen Animus-Eintrag? Wahrscheinlich schon, ne? Und ich habe ihn nur irgendwie... weil ich gerade voll im Stress war. Oh, und da hängt mein Spiel und stottert ein bisschen herum. Und ich weiß nicht warum. Okay, besser. Na, was haben wir hier? Seien Sie äußerst vorsichtig, wenn sich das Romanov-Mädchen in der Anlage befindet. Nikolais Bericht deutet darauf hin, dass sie gefährlicher ist, als sie aussieht. Stellen Sie sie so früh wie möglich ruhig. Das Dokument wurde von Sergei persönlich unterzeichnet. Ja, okay. Also der Typ hat uns voll verraten, ne? Unser Mentor, unser Vertrauter. So, und jetzt muss ich hier vorm Scheinwerfer lang rennen. Och. Schattengold, naja, seht ihr. Funktioniert doch. Wenn man es 3 Millionen Mal probiert. So, da unten haben wir noch einen Splitter. Und wahrscheinlich werden wir dann da oben weiter wollen, ne? Ach, hier unten geht's gar nicht weiter erstmal. Okay. Müssen wir mal hier. Ah, ja, vielleicht nehme ich auch den Splitter mit. Weiß ich nicht. So, soll ich hier mitnehmen? Ja, da hockt nämlich einer drin, ne? Ah, ein bisschen sieht man sein Gesicht. Ein bisschen sieht man sein Gesicht. So, kann ich hier runter, ist die Frage. Und wenn ja, komme ich ja wieder hoch. Ne, hier kann ich nicht runter. Da muss ich hier einmal vorbei. Diesen Suchscheinwerfer hier ausschalten. Splitter mitnehmen. Ja, wie komme ich jetzt an dem Typen vorbei? Steht er jetzt gleich dort? Ja, wo bin ich hin? Man weiß es nicht. So, der steht jetzt voll da im Weg, ne? Ich kann hier auch nicht an die Decke schießen oder so. Das heißt, ich bin hier hinten drin gefangen. Das ist natürlich äußerst uncool. Und er trägt eine Gasmaske. Okay. Mal gucken. So laut pfeifen kann ich nicht. Somebody there? Hier ist niemand. It's Orlov! Ah, und ich habe auch keinen lustigen Herd. Also da unten das Ding zu klauen und dann weiterzumachen geht eigentlich gar nicht, weil man da nicht mal rauskommt. Da müsste man den Typen dann wirklich umhauen, also töten sogar, ne, weil man in ihn reinrutschen muss irgendwie. Ja, da, das sind halt so Stellen, die, keine Ahnung, die gab es in den ersten beiden Teilen gar nicht. Glaube ich. So, wo muss ich denn hin? Da hinten in diesen Stall rein? Kann ich da rein? Ich weiß es nicht. So, hier springen wir einfach über den Scheinwerfer drüber. Ah ne, der dreht sich gleich um. So, hier geht's weiter. Also da kann ich mich kurz verstecken. Da oben gibt es noch so einen Splitter. Ich weiß gar nicht, ob ich da in den Hintergrund komme. Ich würde es super gerne ausprobieren. Aber der Typ hat da so einen Sichtkegel, der mich daran hindert. Ach, hoch. Stay where you are. Ja, da war ich zu langsam. Ein zu lang gezögert. Oh, Leute, ich sag's euch. Richtig schwierig hier zum Ende das Spiel. Da muss man halt wirklich ganz genau wissen, was man machen muss. Sonst hat man hier ein bisschen die Arschkarte. Und er sagt nicht, er kommt jetzt hier nach. Ah! Guckt er so weit zur Seite hier? Ja, komm, schieß doch.
Okay, aber dann kann ich da wenigstens gleich wieder hoch, wenn der da so lange rausglotzt. Hopp, einmal raus. So, dann glotzt er da 3 Millionen Stunden zum Fenster raus. Ich werfe inzwischen nochmal einen Blick auf die Karte. Okay. Ach, da oben ist so ein Kasten, den musst du erstmal ausschalten. Nach Möglichkeit. So, einmal raus, einmal rein. Oh, fuck! Die Mine habe ich nicht gesehen. Oh. Oh, ist das blöd. Ist das blöd. Ah ne, das war eigentlich nur, jetzt spreng ich ihn wahrscheinlich in die Luft dadurch. Mal sehen, ob das ins Gewicht fällt, wenn ich halt nicht da bin. Schattengold, alles gut. Spotlights and snipers. I can't let them see me. Okay, ich kann da nicht auf den Truck drauf. Ich habe keine Rauchbomben mehr. Ich mir von dem Typen eine Rauchbombe klauen? Nö. Kann ich nicht. Wie soll ich denn an dem vorbeikommen? Ja, das war klar. Wow. Das ist eine. Ich habe keine Rauchbomben mehr, ne? Ich weiß nicht, wie ich an dem vorbeikomme. Und links oben hat man gehört, wie der Assassine gerade getötet wurde. Von der Mine. Spotlights and snipers. I can't let them see me. Was sind denn eigentlich meine Ziele? Also, es ist nicht mehr eins meiner Ziele, keine Assassinen zu töten. So, wie komme ich hier vorbei? Schauen wir uns noch mal den Scheinwerfer an. Der leuchtet da echt alles aus. Mal gucken, eine Idee habe ich. Hier in den Vordergrund würde ich gar nicht. Hier vorne ist eine rote Kante, ne? Und da wäre ich eigentlich gerne runtergesprungen, ganz kurz. Aber das scheint nicht zu funktionieren. Okay, ja, darum kümmern wir uns beim nächsten Mal, Jungs und Mädels. Für heute war es das. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag und hoffe, dass ihr beim nächsten Mal wieder mit dabei seid, wenn ich hier ordentlich verkacke. Macht's gut und bis dann. Ciao.